Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen bei Phantasio World Resort. Endlich geht es weiter. Ja, es hat etwas länger gedauert mit der Folge, aber da ist sie. Und was ihr seht, direkt, ja, große Umbauarbeiten, ja. Und zwar am Bahnhof habe ich das Dach ausgetauscht. Zumindest für den Einstiegsbereich. Da habe ich das Dach ausgetauscht. Das hatte ich vorher, hatte ich das kurz angetestet. Bevor ich mit der Aufnahme begonnen habe, habe ich das mal kurz ausprobiert. Und ich wollte euch nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Weil ich das Dach hier aus dem Bereich von unserem Bahnhof genommen habe. Von unserem Monorail-Bahnhof. Habe ich jetzt rübergenommen und habe gedacht, okay, das nimmst du. Das sieht nicht schlecht aus, das passt vielleicht. Gibt dem Ganzen einen separaten Look. Zumindest auch mal für die Station, dass dann das erkennbar ist. Hier muss natürlich dann alles Mögliche muss natürlich weg. Ja. Muss natürlich dann einiges umgebaut werden, angepasst werden, so dass es auch für die Station tragbar ist. Ja, Lampen haben wir dadurch auch. Ja, hier die Säulen weg, das weg, alles weg, reingepasst. Und dann muss das natürlich eingepasst werden. Ja. Von der Höhe her und allem drum und dran. Ja, und hier natürlich auch die Teile wieder anpassen, dass sie auch generell wieder passen. Alles muss wieder passen. Ja, und dazu müssen wir ja auch mal die Startträger verschieben. Ja, ich werde heute nicht so viel Startträger sagen. So, bevor ihr wieder mit eurem Trinkspiel anfängt. Ja, also nicht nachmachen. So, dann haben wir hier, das Dach ist jetzt fertig. Ja. Alles eingepasst, das ist mir aufgefallen. Ja, die Dinger sind ja ein bisschen ungerade. Das machen wir dann auch noch. Ja, nicht wundern bei der heutigen Aufnahme. Und zwar dieses Nachziehen, könnte man sagen. Dieses Resampling, was ich hatte das vergessen auszuschalten. Aber da das Rendern alleine schon beim ersten Mal 3 Stunden gedauert hat, habe ich jetzt gesagt, okay, werde ich jetzt nicht nochmal machen. Das werde ich mir jetzt nicht nochmal antun. Und so bleibt es jetzt dabei. Nicht wundern, also dieses Mal ist die Videoqualität ein bisschen anders. Ja, das wird sich demnächst, wird sich ja wieder, kennt ihr eigentlich, ein bisschen anders. Ja, ist mir halt einmal passiert jetzt. Kann mal passieren, finde ich. Kann mal passieren, dass man so einen kleinen Fehler macht. So, jetzt hier auch das restliche Gebäude so anpassen, dass es von der Breite und alles so passt. Ja, auch die Säulen hier anpassen. Ja, das ist ein bisschen klein, muss ein bisschen kompakter werden. Ja, dieser Randbereich von diesem Hubbeldach. Ja, dann ist mir aufgefallen, das ist ja hier total unsymmetrisch oder komplett durcheinander. Okay, machst du das mal neu. Die Schienen ziehen wir neu rein, ja, dann haben wir hier, ziehen die neu rein, schieben die durch und dann ist das schnell erledigt. Das war halt auch schon so ein bisschen Nachbearbeitungszeit, die dafür draufgegangen ist. Aber ich finde, es sieht dadurch etwas offener aus. Zumindest dieser Bereich kann ruhig ein bisschen offener aussehen und mit dieser kuppelartigen Wölbung oben sieht das bestimmt auch viel besser aus. So, dann ging es darum zu gucken, wie mache ich denn jetzt hier die Säulen, die Rohre hier fest. Ja, das ging hiermit nicht. Ja? Mit unserem Diner-Teil hat das nicht unbedingt so funktioniert, wie ich es wollte. Ich habe es damit ausprobiert erstmal, habe gedacht, okay, machst du es damit. Ja? Hat mir aber dann nicht so gefallen, das seht ihr auch gleich, dann kommen die Dinger wieder weg. Erst habe ich geguckt, ob ich da mit Kunstform diese Löcher zumachen kann. Ja, ich habe auch Schwarz ausgewählt, aber es war kein richtiges Schwarz, kein tiefes Schwarz, was er mir da geben wollte. Und dann habe ich sie mit Rot nochmal ausprobiert, aber es war einfach nicht der weiße letzter Schluss, finde ich. Und deswegen kam das auch wieder weg. Ja, so ist das halt. Man probiert halt Sachen aus. Ja. Wenn man dann schon in der Aufnahme ist, probiert man dann Sachen aus und sagt, okay, das ist es nicht. Ja, das ist Planet Coaster, wie wir es lieben. Und ihr ist hoffentlich auch mögt bei mir. So, dann erstmal wieder hier, da kam dieses Ding hier weg. Da habe ich mir gedacht, okay, Vintage Pack. Die Dinger, ja.
die als Säulenhalterung, also Rohrhalterung, so als Umrandung quasi, die Dinger weg, dann die rangezogen, ja, fand ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, hier die Säule drunter, die musste natürlich dann auch noch von der Farbe her und alles angepasst werden, ist auch in diesem Schwarz mit ein bisschen Gelbstich dabei, ja. Die Freunde des BVB werden sich darüber freuen. Herrlich, komm. So, muss mal sein. Ein bisschen Spaß muss sein hier, Leute. Ja, wir sind ja hier bei Phantasia World, da muss ein bisschen Spaß sein. Nee, ganz ehrlich, da ist auch sehr viel Arbeit dran, solche Sachen zu machen, so kleine Details zu gucken. Und ich freue mich schon darauf, demnächst einen Kontrollbesuch machen zu können. Beim lieben Alle Rasten aus. Lara und Markus haben da was Schönes gebaut. Die haben ihren Eingangsbereich umgebaut. Und den werde ich mir demnächst mal anschauen. Da bin ich mal richtig gespannt drauf, was sie da gemacht haben, wie es jetzt am Ende aussieht. Ich habe das so jetzt am Rand ein bisschen verfolgt. Ich komme ja kaum noch zu selber, komme ja selber gerade mal so ein bisschen zum Bauen. Da kann ich ja nicht noch bei anderen zuschauen. Ja, herrlich ist das so. Rohre nach oben. Ja, das Rohr hier oben, das muss auch noch angepasst werden. Da habe ich gedacht, komm, da schiebst du das Rohr noch durch, die Decke. Ja, passt ja. So ein bisschen, wir haben ja mit dem Rohren, haben wir ja generell hier Rohr-Steampunk. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Alles muss verrohrt werden. Nee. Das ist schon so. Ja, dann mussten die deiner Teile hier auch ein bisschen was von der Höhe angepasst werden, damit das wieder so zusammenpasst. In dieser Folge schaffen wir es tatsächlich, die Station so weit fertig zu kriegen, dass wir bald, also möglichst nächste Folge, denke ich mal langsam anfangen können mit dem Achterbahnbau, den reinen Achterbahnbau und nicht irgendwas anderem noch. Ja, hier jetzt ein bisschen Glas reingesetzt, ja. Habe ich auch so geguckt, dass das Glas jetzt quasi im Mauerwerk verschwindet. Jo. Der Raum muss ja natürlich auch endlich mal angepasst werden. Ja, das muss. So, sind so einige Sachen, die mir jetzt schon lange aufgefallen sind, die gemacht werden müssen. Und ja, heute bin ich dazu gekommen. Ne? Wenn ihr dann seht, bin ich schon wieder am Weiterbauen. Bin ich schon wieder am Weiterbasteln. Ja, ich will jetzt den. Gewisse Bereiche fertig kriegen. Jetzt bin ich hier die Achterbahn am Einfärben. Ja, die kriegt jetzt auch diesen Rostrot-Look. Kriegt die jetzt auch angeliefert. Und ja, dann ging es darum, was kommt hier rein. Ja, da kommt jetzt auch eine größere Maschinerie, die ich da zusammengebaut habe, aus verschiedensten Bauteilen und geguckt habe, dass das auch irgendwie alles irgendwie Sinn ergibt. Auch wenn es keinen echten Sinn hat, aber es muss schon so aussehen, als wäre das alles mit Weitblick und kompletter, ja, alles komplett mit Sinn hier behaftet. Ja, da haben wir dann auch wieder unsere Dampfmaschine hier, den Dampfmaschinengenerator. Der musste natürlich dann auch wieder dahin. Ja, da muss ich erstmal gucken, wie bringe ich den an, wie baue ich das jetzt zusammen, ja, damit dann auch die Antriebswelle dann auch da dementsprechend hingeht. Ja, das war natürlich auch so ein bisschen Try and Error. Ja, ihr seht schon, ich bin das am Hin- und Herdrehen und am Gucken und am Basteln und ja, dann kam halt dieser zweite Zylinder quasi als dazu. Ja, den habe ich dann dahin gemacht und ja, ich bin immer noch am Basteln. Ihr seht jetzt schon, ja, es hat schon Spaß gemacht, solche Sachen mal auszuprobieren. Und zu gucken, ja, wie könnte das denn funktionieren? Wie könnte man denn so eine Maschine so zum Laufen bringen, ja, dass das da auch irgendwie Sinn ergibt? Ja, dann halt dementsprechend auch Rohre zur Halterung. Es muss ja auch alles ein bisschen festgehalten werden. Kann ja nicht alles so frei in der Luft rumschweben. Ja. Da muss viele kleine Effekte müssen noch rein. Dann habe ich geguckt, ja, dass ich mit der Achterbahn genug Platz habe, dass die auch da durchpasst.
dass die Gäste da nicht irgendwie in die Maschine reingreifen oder sonst was oder sich daran verletzen können, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass unsere Gäste wohlbehalten durch den Freizeitpark gehen können und sich einfach nur denken können, ach, ist das schön, machen wir Spaß hier. Ja, wir können machen, was wir wollen. Es kann hier nichts passieren. Wir sind im Phantasia World. So, dann hier verschiedenste Verrohrungen müssen gebaut werden. Ja, da musste ich wirklich ein bisschen improvisieren, dass ich so, das Rohr so verlege, dass es einigermaßen passt. Und das hat auch zum Schluss auch alles gepasst. Dass das dann, natürlich etwas durcheinander aussieht, ist klar. Aber ich denke, wir haben da schon ein schönes Ziel mit erreicht. Ja, das kommt auch hier alles zusammen. Dass da wirklich der Dampfantrieb, ja, die ganze Energie, die unsere Dampfanlage da erzeugt, irgendwie genutzt wird. Die Frage ist für was? Ja, keine Ahnung. Nicht wirklich irgendwie sinnvoll. Aber ihr seht schon, was ich wieder am Auswählen bin. Ja, irgendwas muss ja festhalten, dass das hier nicht in der Luft schwebt. So, dass auch nichts blockiert wird. Ja, dass diese Welle da auch laufen kann. Ja, darum geht es ja auch. Dass das alles auch von der Höhe her passt. So ein bisschen einhausen das Ganze. Ich denke, damit haben wir auch schon einiges erreicht. Diese Halle auf dieser Seite ist dann schon fertig. Ja, auf diesem Bereich haben wir dann auf jeden Fall fertig. Und hier kommt dann kompletten Stahlboden. Ja, den ziehe ich da komplett lang. Weil ich denke, das passt am besten, wenn die Anlage auch wirklich dann so einen richtigen, kompletten Boden hat. Ja, und dieser Kessel hier dann auch dementsprechend so ein bisschen eingehaust ist. Ja, dass wir da, da kommt dann halt die ganze Energie her, ne? Die im Maschinenraum verschwendet wird. Das wird hier auch an der Seite so ein bisschen befestigt, an der Wand befestigt. Ja, das alles hat schon seinen Sinn. Auch wenn es nicht wirklich Sinn ergibt, aber es hat seinen Sinn. Hey, wir hatten uns da eine richtige Anlage mal angeschaut, wie das so in der Zeit aussah. Und da hatte ich ein paar Bilder, wurde mir geschickt. Und dann habe ich mir das danach so improvisiert mit den Sachen, die wir halt im Planet Coaster haben. Wir haben ja nicht alles zur Verfügung an Maschinerie. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr hätten. Das ist halt so. Ja. Kann man halt nichts machen. Das, was Planet Coaster in Sachen Steampunk bietet, ist halt nicht so umfangreich, wie man es manchmal gerne hätte. Aber ich denke, wir haben da schon was zusammengebaut. Und ich hoffe, es gefällt euch, ja, dass dieser Raum dann auch fertig ist. Da kommt jetzt natürlich so ein Feuer drunter. Ja, das ist auch ein bisschen. Dann kommt hier an der Seite eine Öffnung, damit man auch das Feuer sehen kann und spüren kann, dass es da warm wird. Ja, und hier habe ich auch geguckt, ob wir da noch irgendwie über die Schiene drüber hinweg gehen können. War aber nicht so wirklich der Fall. Hier kommt dann noch ein Zahnrad. Habe ich dann geguckt, ja, komm, machen wir noch ein Zahnrad. Hat zwar keinen Sinn, aber wir machen ein Zahnrad hin. Jetzt hier zu den großen Boilern. Ja, die werden auch noch ein bisschen eingehaust am Boden. Ja, dass das dann so richtig schön aussieht. Ja, dass die da auch eine Wanne quasi haben. Wenn mal was ausläuft, dann läuft es halt dahin und nicht irgendwo anders hin. Ja, und dann haben wir mal hier das Stahlgerüst, was wir haben, das Eisengerüst, was schon Planet Coaster bietet. Habe ich dann auch mal versucht einzubauen und habe hier auch geguckt und habe gesehen, okay, die Säule ist ein bisschen zu nah. Da muss ich ein bisschen abändern. Dann kommt da halt noch ein Träger dran, der dann so den Eingang verdeckt. Ja, ich habe dann wirklich geguckt, mit diesem Lichtgerüst gearbeitet, dass wir da auch so vom Platz her auch alles so hinkommen. Ja, ein bisschen versenkt alles. Hier ist dann auch, ja, musste da ein bisschen weichen. Ja, wir arbeiten hier ja komplett TÜV-konform, natürlich. Ja, was denkt ihr denn? Ja, hier wird TÜV-konform gearbeitet. Nicht anders. So, dann hier wieder die kleinen Feuerchen drunter, die da drunter kommen. So, dass das auch, dann müssen die Kessel ein bisschen von der Höhe her angepasst werden.
Ja, muss halt sein. Muss halt ein bisschen sein, dass das auch alles so irgendwie zusammenpasst, was ich hier baue. Ja. Jetzt baue ich hier quasi einen Kran. Ja, aus diesem Teil baue ich einen Kran. Der wird dann noch ein bisschen verkleidet, also dass es auch aussieht, als wäre es komplett aus Stahl. Ja, wir haben das Ding halt nicht aus Stahl, wir haben das Ding nur aus Holz. Und ich wollte jetzt hier so ein Teil hängen haben. Wie jetzt wäre, dann würde das noch transportiert werden durch die Halle. Ja. War dann schon etwas tricky, weil ich wollte auch gucken, dass das mit den Ketten und so weiter auch so passt. Ja. Und da den richtigen Winkel etc. zu finden, dass das auch so funktioniert. Dann habe ich das hier mal weggenommen, ein bisschen gedreht, ein bisschen da, ein bisschen hier, ein bisschen jenes. Und dann war das am Ende so fertig. Jetzt kommen die Dinger noch ein bisschen nach vorne, ja, werden etwas verlängert. Jetzt wird das in die richtige Höhe gedreht. Ja, so geht das doch. Ne? So, dann muss, kommt die eine Kette, kommt so, wird das dann zusammen als ein Modul. Das Ganze kommt dann noch auf die andere Seite, ja, kommt dann komplett noch rübergeschoben, ja, damit das wirklich so quasi wie ein Doppel, wie ein Kran aussieht, soll es halt auch. Soll ja einen Kran darstellen und das wollte ich damit auch erreichen. Das denke ich mal, habe ich auch geschafft. Und damit hat auch diese Seite ja so ein bisschen ihr endgültiges Design gefunden. Ja. Und ich hoffe mal, es gefällt euch. Jetzt habe ich geguckt, immer natürlich, dass das nicht durchparkt oder sonst irgendwas. Ja. Dann habe ich geguckt, was kann ich denn hier noch in die Ecke machen? Da könnt ihr gerne mal schreiben, was man da noch in die Ecke machen könnte. Ja. Hier kommt dann so eine zweite Anlage, quasi spiegelverkehrt, an die andere Wand. Da habe ich gedacht, okay, kann man da auch noch machen. Dann hat mich das hier schon die ganze Zeit gestört, dass da ja, diese Stahlsäulen und diese, ja, wie heißt es, Klinker heißt es nicht, sondern ja, wie es heißt, weiß ich jetzt nicht. Mir fällt es gerade nicht ein, dass das da auch zusammenpasst und zusammengehört. So, jetzt wird das auch noch angebunden, ja, damit dieser Doppelmotor, den wir da gebaut haben, genug Leistung liefert für alles. Ehrlich, hat schon Spaß gemacht, hat schon. Also auf jeden Fall, ich hatte meinen Spaß und so sieht das halt nun mal aus, wenn man etwas irgendwie zusammen verbindet. Jetzt kommt da die Verbindung hin, ja, da ist der Anschluss und damit ist das hier, diese Doppelrohr angeschlossen. Ja, und wir kommen wir dann endlich zum Lifetime-Part. Ja, hier mache ich jetzt auch noch das Feuer unterm Kessel, damit da auch Dampf entsteht, genug Dampfenergie. Ja. Da noch ein Kamin dran. Jo, so ist das nun mal. Ne? Und eine Lampe dran. Und jetzt sind wir im Lifetime-Part angekommen. Und dann fliegen wir hin, schauen uns ein bisschen um, sehen, dass hier auch da oben das Rohr ist am Dach. Ja, stehen dieses neue Dach auch drauf. Ich finde, es sieht richtig toll aus mittlerweile. Und ich habe Spaß daran. Und hoffe, dass es euch genauso gut gefällt wie mir. Und dass wir bald, also wirklich in der nächsten Folge oder spätestens übernächsten Folge mit der Achterbahn so richtig anfangen. Und dem Ganzen dann endlich auch mal weitere Gebäude, die dazugehören, auch aufbauen. Ja, hier seht ihr nochmal die Statikfelder an der Decke, habt ihr jetzt gerade gesehen. Hier sehen wir noch die Lokomotive mit ihrem neuen Tender. Ja. Und jetzt gehen wir rein in die neue Stube, die wir fertig gebaut haben. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Ja. Lampen hatte ich jetzt auch noch angeschlossen. Und jetzt schauen wir das so nochmal von oben an. Ja. Mach mal alles in Ruhe. Und ich sage an dieser Stelle, bis demnächst, euer Hannibal. Ciao!